Ist aber, wir sind eben gerade falsche Straßenbahn gefahren. Bierpower! Die dürfen nicht in meinen Mund reinfliegen oder so. Es brennt. Oh ja, die kann spritzen. Ich glaube, das ist eine Giftraupe. Voll cool fressen. Das schmeckt. Und genau, das hier, das ist dieser, wie heißt das nochmal? Die urinfarbige Straßenbahn kommt angerollt. Wir werden hier jetzt einsteigen. So, wir sind hier im Hauptbahnhof. Und wisst ihr, was wir hier machen? Wir werden hier umsteigen. Unser ranziger Zug ist hier hergefahren. So, wir sind in Dresden-Neustadt angekommen. Und genau. Das wollte ich euch Bescheid gesagt haben. Wir haben gerade Burger King aufgefressen und wir stehen jetzt vor dem Neustadt Bahnhof, Dresden Neustadt rum. Und gleich trinken wir erstmal ein Bier. Prost. Wir haben gerade einen Schluck Bier getrunken vor dem Neustadt Bahnhof. Guck mal, fressender Hähnchenfleisch gefunden. Hier. Guck mal, wie die hier rumlaufen. Ach so, und das hier, das sind urinfarbige Fahrräder. Die sind genauso urinfarbig wie diese Straßenlokomotiven, die hier rumfahren. Also ich befinde mich hier vor diesem Lidl, um Bier und Steak zu kaufen. Bier und Steak sind geholt. Und jetzt gelaufen wir... keine Ahnung wohin. Erstmal nach diese Richtung lang. Achso, wisst ihr, wo ich jetzt gerade hinlaufe? Und zwar zu dieser Brücke, wo ich und Helmut schon mal drunter gepennt haben. Und diese urinfarbigen Fahrräder, die ich vorhin gezeigt habe, einer davon hat Helmut genommen. Und der ist damit weggefahren, weil der hat was zu erledigen. Aber wir treffen uns in der nächsten Stunde oder so. Unter dieser Brücke, wo wir gepennt haben, wieder. Und das genau nur aus diesem Grund laufe ich dahin. Mit Bier und Steak. So, ich bin jetzt unter dieser Brücke, beziehungsweise unser Treffpunkt angekommen, wo wir genau hier, in dieser Stelle hier gepennt haben in der Nacht. Und unter dieser Brücke, da haben wir auch schon mal gepennt. Und genau, ich werde auf Helmut warten, Bier trinken, mit Bier. Mit Bier werde ich auf Helmut warten. Gib Prost. Gib Prost. Ich grüße dich, Hombies Welt. Vielen Dank für deine Donation über PayPal. Und ich grüße Matthias G. Auf dich werde ich jetzt zwei Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich bedanke mich für deine großzügige PayPal Donation. Und ich grüße noch Nikolai H. Ebenso, vielen Dank für deine PayPal-Donation. Und jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, ich habe hier ein bisschen gewartet. Und Helmut ist wieder zurück. Jawohl. Und darauf stoßen wir erstmal an. Trinken wir erstmal ein Bier. Gib Prost. Und gleich laufen wir zurück zu Dresden-Neustadt Bahnhof. Um dort die Sachen vom Schließfach abzuholen. Ah. Guck mal, die Sonne ist draußen. Ich habe meinen schwarzen Fummel ausgezogen.
Ich habe jetzt meinen Bierpower Tanktop an. Genau. Extra damit hier der D3 voll scheppert. Von da ganz oben. Von der Decke. Ich meinte Himmel. Wo der in Farbe blau. Wenn man diese Dinger hier frisst, dann stirbt man. Oder man hat lebenslang Leberschaden. Und wenn man diese Dinger hier frisst, dann stirbt man. Oder man bekommt lebenslang Leberschaden oder wieso? So, wir sind wieder zurück. Und ich stehe schon wieder hier vor diesem Lidl. Helmut ist gerade den Weg wieder zurückgelaufen, weil der hat diesen urinfarbigen Fahrrad vergessen. Der hat den stehen gelassen. Und deswegen ist er den gesamten Weg wieder zurückgelaufen, um den Fahrrad wieder zurückzuholen. Hier ist schon wieder komisch farbender Hähnchenfleisch, was hier rumläuft. Seht ihr das? So, wir sind schon wieder beim Schließfach angekommen. So, die Schließfächer sind geöffnet und die ganzen Sachen sind hier draußen. Und guck mal, wir werden heute ganz viel Frühessen machen. So, wir sind eben gerade falsche Straßenbahn gefahren und deswegen sind wir ganz schnell umgestiegen in die entgegengesetzte Richtung. Wir sind jetzt an dieser Haltestelle hier angekommen, wo unsere, wie heißt das Ding? Genau, wo unsere Linie fährt, Straßenbahnlinie, damit wir nicht schon wieder falsch einsteigen. Deswegen sind wir gerade jetzt hier. Unsere urinfarbige Straßenbahn kommt an. Und das ist jetzt die richtige Linie zu diesem Platz, wo wir hinkommen. Diese urinfarbige Straßenbahn hat auch urinfarbige Stangen. So, wir sind, wie heißt das Ding? Wir sind gerade von der urinfarbigen Straßenbahn sind wir rausgelaufen und wir sind jetzt gerade genau hier gelandet. Die sind auch gut. Und guck mal, wen wir hier gefunden haben. Hier vorne ist dieser schwarze Käfer. Der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Aber so richtig, das schwöre ich euch drauf. Die hier, die dürfen nicht in meinen Mund reinfliegen oder so. Weil die haben bestimmt so richtige Scheißefinger. Und weil die so viel Scheiße in ihrem Leben gefressen haben. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Widerlich. Dieser. Naja. Aber dieser Baum, den kann man auch fressen. Diese komischen Knospen oder wie das heißt. Die sollten gut gegen Bronchitis und sowas sein. Und gegen Lungenkrankheiten. So, wir haben hier einen Rastplatz mit Kopf gefunden. Und hier sind sogar Bänke. Und hier werden wir erstmal biertrinkend Rast machen. Prost. Helmut?
Ja. Durch meine Zahnlücke. Ja. Da passt ein Kitzler durch. Und da sollen ganz viele Kitzler durchkommen. Das will ich aber vorher sehen. Bevor ich das glaube. So, Pause ist fertig. Neben diesen Tropf. Bierpower! Jawoll. Oh Junge. Geil. Weißt du nicht, wie viel Kilo sind das ungefähr? 15. Vielleicht sogar 20, weil 5 Kilo Wasser. Ja, 5 Kilo Wasser, 6 Kilo. Der Rucksack wiegt in dem Zustand auch leicht über 4 Kilo, sind schon 10 Kilo Kochgeschirr. Ja. Ja, das sind 15, also Minimum 15 Kilo, Minimum. Okay, Minimum 15 Kilo. Darauf kann man Bierpower machen. Jetzt weiter zu gelaufen. Start kommt. Nach Richtung da oben hin. Hier geht's die ganze Zeit bergauf. Und das strengt an mit dieser Tüte. Und mit dem Rucksack, aber die Tüte, die reißt auf jeden Fall stärker runter. So Leute, guck mal, wir sind hier in dieser, keine Ahnung, was das hier sein soll, irgend so eine Ruine und sowas, wo wir schon mal gepennt haben. Und da pennen wir heute noch mal drauf. Ganz genau. Das ist hier vorne eingestürzt. Und das hier, das ist unser Schlafplatz. Genau. So sieht das aus. So, jetzt wird Tarp aufgehangen. So, der Tarp ist aufgespannt und diesen versifften Stock hier vorne, der unser Schlafplatz hier hält, den hat Helmut von da unten rausgezogen. So, jetzt wird altes Geschirr gewaschen, was die ganze Zeit verbraucht und beschmutzt im Schließfach gelegen hat. So sieht unser Schlafplatz für heute Nacht aus. Und da vorne ist Aussicht. Da kann man von hier oben Dresden angucken. Und ich bin eine richtig widerliche Bazille. So, dunkel ist geworden und ich werde erstmal Käse fressen. Und eben gerade ist etwas passiert. Und zwar hier waren ganz viele, naja, was heißt ganz viele, aber ich würde sagen, so zwischen 5 und 10 Leute waren hier. So ein Gruppenleiter mit Kindern. Und die haben hier Schatzsuche gemacht. Direkt hier unter dieser Ruine. Aber die haben uns vielleicht wahrscheinlich nicht bemerkt, weil wir hier ganz leise hier oben dann waren und Licht ausgemacht haben. Und genau, die haben hier so, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde ungefähr, hier Schatzsuche gemacht.
Also so ein Schatzsuchspiel. Genau, das haben sie gemacht. Und wir haben die von hier oben beobachtet. Die ganze Zeit. Mit Augen. Und darauf, na, die sind jetzt seit ein paar Minuten weg. Und darauf, dass die das gemacht haben, werde ich jetzt gleich Holz sammeln gehen, damit wir hier drauf Feuer machen. Und Helmut kocht. Gehirngulasch. So, ich habe hier gerade diesen Ast von. Nee, ich. Genau, ich will euch das zeigen. Genau, von da ganz hinten irgendwo geholt. Ach scheiße, ihr könnt das nicht sehen. Aber genau da unten irgendwo. Und musste ihn dann hier die ganze Zeit rüber schleppen. Hier ganz unten. Und hier unten, wo dieser Zaun ist, den ihr vorhin gesehen habt, den musste ich da rüber machen. Und dann diese Treppe rauf. Also diese Treppe. Genau, und den habe ich dann hier drauf gemacht. Und der wird jetzt klein gehackt. Und hier. Das hier, das ist Fräsen. Das wird mit Helmuts Kopf gebraten. Und nicht anders. Also. Zubereitet, beziehungsweise gebacken, gekocht oder ich weiß auch nicht, wie das heißt. Aber genau, so wird das gemacht. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Das ist noch nicht das beschnittene Holz, was ich vorhin gefunden habe, sondern es lag noch getrocknetes Holz hier drin in diesem Loch. Ich muss Licht stärker machen. Genau, ich habe jetzt auf 100% und genau hier drin in diesem Loch, da war dieses Holz drin. Ich habe ein Holzstück abgesägt. Und jetzt werden noch mehr Holzstücke abgesägt. So, jetzt ist das ein Gemisch aus dem Holz, was hier drunter lag, und dem Holz, was gerade beschnitten wurde. Und jetzt kommen hier noch so ein paar Äste drauf. Ein paar getrocknete Äste. So, jetzt wird das Essen beschnitten. Das wird richtig reingemacht. Ich habe ein bisschen Ranzholz gefunden, währenddessen noch weiter gekocht wird. Und es brennt gut. So, die Soße ist fertig. Die Nudeln sind auch fertig, beziehungsweise Spaghettis. Und jetzt wird Fleisch gebraten. Und wenn dieses Miststück hier vorne fertig ist, dann wird das Ganze hier in diesen Schüssel reingepackt. Und das Feuer brennt immer noch. Und das qualmt die ganze Zeit hier in diesen Schlafraum hier rein. Das ist richtig gut. Das hört sich gut an. Das ist gutes Fleisch. Fressen ist fertig. Jetzt Fressenstart kommt. Ich finde,
Das Fleisch hätte vielleicht noch, ich würde sagen, 2 Minuten noch länger drin gekönnt. Echt? Ja, aber ist doch ganz gut. Aber auf jeden Fall. Ich habe mich gerade verschluckt. Hier, wie heißt das nochmal? Auf jeden Fall wieder voll cool fressen. Das schmeckt, das ist lecker. Das hat der Helmut gekocht. Wunderbar. Draußen schmeckt immer alles 5-mal besser. Bestätigung ist vorhanden. Guck mal, hier vorne ist eine Raupe. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt diese Art von Raupe ist, die hier giftig ist. Du weißt nicht, dass die hier, weil ich lieg ja mit meinem Kopf hier und nicht, dass die hier über meine Nase und sowas rüberläuft und den vergiften tut, beziehungsweise mir Nasenkrebs verursacht. Und deswegen nehme ich diesen Stock und oh ja, die kann spritzen. Ich glaube, das ist eine Giftraupe. Weil hier, der hat Flüssigkeit ausgeschieden. Ich will den einfach nur hier entfernt haben. Genau, hier rüber. So, dass die zumindest über dieses Gitter hier ist. Und guck mal hier. Hier vorne ist eine Giftspinne. Die kann, also gut, die stört mich jetzt nicht so doll, aber die kann trotzdem auch hier runterlaufen und hier in mein Gesicht und in meine Nase reinlaufen und das beißen und da Gift reinpacken. So, dass ich da vielleicht auch durch diese Spinne hier Nasenkrebs bekommen könnte. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das heute noch passieren wird. Aber hier, guck mal, dieser Fleck, das, also diese Raupe, die hat das wirklich abgespritzt. Hier, diese Säure oder was das hier sein soll. Nee, diese Raupe, die gefällt mir, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber diese Spinne hier, die finde ich cool, die finde ich richtig friedlich. Also Spinnen, die sind auf jeden Fall viel netter. Man kann die sogar anfassen. Aber man darf die halt nicht so doll bedrängen, weil sonst laufen die halt in die Nase rein und beißen. Und hier, guck mal, hier ist auch noch ein Käfer. Ich habe keine Ahnung. Oh, scheiße, der ist hier runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, ob der hier beißen könnte. Vielleicht kann der hier irgendwann in meiner Nase reinlaufen und das zubeißen. Vielleicht hat der Giftstoffe, damit ich endlich Nasenkrebs bekomme. So, wir legen uns jetzt pennen. Helmut pennt schon. Ich werde mich jetzt auch pennen legen. Und darauf hoffen, dass diese ganzen Tiere dann irgendwann in meiner Nase reinkommen und da ihren Gift rein spritzen, damit ich hier Nasenkrebs bekomme. Genau, und deswegen würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen. Wir sind wach und es hat ein bisschen geregnet. Und guck mal, wir müssen gleich hier, wie heißt das nochmal, Sachen packen und dann zur Richtung Bahnhof hinlaufen, weil es dauert nicht mehr lange, bis mein Zug kommt. Genau, deswegen machen wir das jetzt. So, der Tarp ist schon abgebaut, hier habe ich gepennt. Und hier hat Helmut gepennt. Und genau, das hier, das ist dieser, wie heißt das nochmal? Diese Ruine. Und da drüben, da ist Ausblick zu Dings, zu Dresden. Da hat das heute Nacht geleuchtet. Es hat dann so ungefähr so ähnlich ausgesehen wie bei Garmisch-Partenkirchen, nur halt etwas flacher. Also nicht so, dass wir so weit oben so waren und sowas. Jetzt wird erstmal Geschirr gewaschen.
Die Sachen sind gepackt. Und jetzt geht's zum Bahnhof. Aber bevor wir wirklich losgehen, wird erstmal Steak gebraten. Damit wir das zum Frühstück fressen können. Ich hätte das Fleisch gewendet. Frühstück ist fertig. So, wir haben gerade aufgegessen. Und jetzt laufen wir zum Bahnhof. Beziehungsweise zu dieser Haltestelle, wo diese ganzen urinfarbigen Straßenbahnen durchfahren. So, wir sind hier an dieser Haltestelle angekommen, wo diese ganzen urinfarbigen Straßenbahnen hier rumfahren. Da werden wir gleich einsteigen, da kommt in 2 Minuten unsere Straßenbahn. Unsere urinfarbige Straßenbahn kommt angerollt. Wir sind hier am Bahnhof angekommen, Dresden-Neustadt. Und jetzt gelaufen wir erstmal zum Schließfach. So, wir sind jetzt beim Schließfach angekommen und jetzt werden die ganzen Sachen hier rausgeholt. Die Sachen sind gepackt und jetzt zum Bahnsteig hochlaufen. Mein Zug kommt hier angerollt. Ich werde da jetzt einsteigen. Ich habe meine Umsteigehaltestelle Leipzig erreicht. Jetzt gehe ich zum Umsteigezug. Ich habe Gleis gewechselt und mein verranzter Zug steht hier schon. Ich mag Bierzüge. Und der Zug ist voll. Das heißt, ich sitze jetzt schon wieder hier. So, ich bin jetzt gerade in Bremen-Sebalsbrück angekommen. Ich bin zwischendurch in Bremen Hauptbahnhof umgestiegen, aber da habe ich nicht gefilmt gehabt, weil der Zug der Stadt da schon. Ich musste ganz schnell rüber. Ich musste richtig, weil dieser Zug hatte Verspätung gehabt und deswegen musste ich ganz schnell rüber. Da war vielleicht nur 1 Minute Zeit. Und genau, ich bin jetzt im Bahnhof Sebalsbrück und ich gelaufe jetzt von hier aus nach Hause. Diese ganzen Bierflaschen, die habe ich alle allein getrunken. Und deswegen habe ich jetzt gerade so einen richtigen Kopf. Bierpower!